Hi, grüß euch. Ich habe heute mal während der Arbeit das Tolle an von Erdogan Atalay, den Semi Gökhan, der auch den James Bond. Ich habe heute nämlich 13 Türchen aufgemacht. Also 13 Türchen habe ich implantiert auf unsere Seite. Ich begrüße euch total recht herzlich. Es geht auf den dritten Advent zu. Es sind noch 2-3 Tage und dann haben wir den dritten Advent. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal hier ein kleines Special Video. Ich habe natürlich auch gerade noch so ein Zwischenvideo online gestellt, aber das hier ist mein 13.12.2019 Erdogan Atalay / Semir Gökhan Extra Clip, den ich hochfahre hier aus dem Studio. Ich habe auch gerade, ist auch gut so. Ich habe genug zu tun. Ich habe jetzt gerade hier plopp, 1, 2, 3 plopp und diese Sendung, weil da auch einige Zuschauer dort mitgemacht haben. Und als Erinnerung, die waren ja Kinder damals, sind heute erwachsen. Ich finde die Weihnachtszeit super. Ich darf jetzt die Zippelmütze hier nicht aufhaben, weil das die Kunden wohl komisch finden würden. So, ich ziehe heute nicht nur wegen der Kamera, ich lasse es heute mal. Ich weiß nicht, was die Kunden gleich sagen werden. Ich habe jetzt natürlich diesen Sweater hier an, weil, den Hoodie, weil ich ja dieses Video mache. So, ich grüße die Kirschi Show. Warum mache ich jetzt das Video? Weil Radio Gaga.de da war. Radio Gaga. Ein Internetradio und momentan müssen die alles wieder neu anmelden. Meine lieben Freunde, so einfach ist das alles nicht mehr. Ihr könnt also keine Radiosendung mehr machen. Ihr könnt dies nicht, jedes nicht, ne? Weil alles haben will. So, es ist traurig, dass alle haben wollen, aber ist halt so. Viele halten die Hände auf, wie GEMA, VG Wort, GZ, ihr wisst schon, Deutschlandradio, ARD, ZDF. Alle halten Hände auf, tun aber nichts, machen nichts. An sich müsste alles privatisiert werden. Wer gucken will, zahlt, ist okay. Okay, bei einem Internetradio klappt das nicht, weil das sind ganz normale Bürger, die da Radio machen. Die zahlen also im Monat 100 Euro für ihre Radiostation, geteilt durch 3. Geht das? 100 Euro für eine Radiostation pro ist schon viel. Die GEMA möchte auch gerne wissen, wie viele Musikstücke sie da auf ihrem Rechner haben. Und wenn sie angemeldet sind, werden die dann sicherlich auch eines Tages vorbeikommen und die dann schön zählen. So, wir haben in Iserlohn, Sauerland, Märkischer Kreis, mal die 24-Stunden-Nacht gemacht. 24 Stunden konnte man bei uns schwimmen im Schwimmbad. Und ja, da kam auch die GEMA und hat dann alle Kunden gezählt, die da waren. Wir mussten also für 268 Personen GEMA bezahlen. Das war halt so. Ich habe es denen auch gesagt damals, das war der DRDG, die das da ins Leben gerufen hat, das 24-Stunden-Schwimmen in Letmathe. Letmathe ist im Märkischen Kreis, kurz vor Iserlohn. Ja, ich habe vieles gemacht und ich mache es immer noch gerne, jetzt mache ich ja auch, aber wie gesagt, nicht öffentlich und somit ist die Sache erledigt. Es ist schade, dass man es nicht öffentlich machen kann. Also Erdogan, danke, dass du dir sowas hast ausgedacht. Ich warte immer noch auf dieses hier. Cobra 11. Ja, ich glaube, ich muss es selber machen. Ich werde wohl den T-Shirt-Druck wieder aufnehmen, alles selber machen. Im Jahre 2020 Tassen, Cappies, Buttons und natürlich T-Shirts wieder anbieten wie früher. Und mal schauen. Ja, war ja eine Zeit lang, waren die Leute schwer hinter Buttons, Sweatshirts, T-Shirts, Kappen, Tassen. Vielleicht kann man das, vielleicht kann ich da wieder irgendwas machen, weil ich möchte im Jahre 2020 irgendwas machen, was ich mache. Das alles hier, wisst ihr ja, ist ja nicht ich. Ich bin ja nur der Admin. Ich passe auf, dass alles funktioniert und ich passe auf, dass die alle ihre Gelder kriegen. So, ich selber möchte auch irgendwie wieder was machen, auch ein bisschen Geld bekommen, muss ich schauen. Also versprochen jetzt noch nicht, wir haben das Jahr 2019, den 13.12. Also ProSieben war heute mal wieder da mit Vox. Die waren in Oberhausen, haben da irgendwie die Musiksendung da gemacht. Dann war, wie gesagt, das Radio Gaga da, der noch nicht online ist, weil er wieder schließen musste, weil er sich ja neu anmelden muss. Radio-Gaga.de. Dann war noch Krass Schule. Auf dem Wege bedanke ich mich total recht herzlich, dass er da war. Ja, ich bedanke mich überhaupt jetzt hier und heute bei allen, die hier waren. Ihr wisst, ich nenne jetzt keine Namen, weil ihr habt es nicht freigegeben, dass ich eure Namen nennen darf.
So, wie gesagt, Gerkan, Semir, Schrägstrich, Erdogan, Atalay war auch noch nicht hier. Er wollte vielleicht mal, glaub nicht, kann sein, wenn ich die Disney Plus Geschichte hier hochfahre im März, April 2020. Ich habe ja also auch schon den Mandalorian Helm und ich werde natürlich auch die Kluft haben. Ja, ist bestellt, aber wieder zu ist, habe ich gerade gelesen, 10. Januar. Also ich kann diesmal also nur den Helm auf und dazu vielleicht dieses, aber passt nicht, den Helm und Cobra 11, nein. Höchstens eine Maske von Erdogan, das würde dann passen, ne? Ist klar. Ja, also die Mädels grüße ich auch, Maya und Andrea, Anja. Ihr wart heute mal wieder bei Cobra 11, bei Action Concept und ihr habt sogar den neuen Intendanten-Geschäftsführer von RTL getroffen, der am Tore geraucht hat, denn im Gebäude wird nicht geraucht. Alle Raucher müssen draußen rauchen. Sogar der Geschäftsführer von RTL muss draußen rauchen, der heute am 13.12.2019 bei Action Concept zu Gast war oder keine Ahnung, ob Hermann Juha und er da irgendwelche Konzeptionierungen, irgendwelche Besprechungen hatten, aber jedenfalls war heute am 13.12.2019 die Hotmo-Laute bei Action Concept. Ja, also wie gesagt, wenn zwischendurch ruhig ist, dann sind die halt in Pressur, dann kriegt auch ein Fan nichts mit oder einer, der vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, die kriegen dann nichts mit, weil die hohen Herren sich dann am Unterhalten sind, wie alles weitergeht. So, wir als Fangemeinde und wir als RTL-Gruppe, die wir also auch angemeldet haben, jeder weiß Bescheid, auch der Herr, der da gestanden hat, weiß Bescheid, dass wir es sind. Die beiden Mädels waren da, haben ihn auch gegrüßt und er hat zurückgegrüßt. Wenn wir Filmaufnahmen haben sollten, werden wir die auch einbinden und euch zeigen. Aber wir sind keine Paparazzos wie die anderen Gruppen. Wir fragen immer höflich mit Nein, dann ist eben Nein. Dann tun wir es halt nicht. Schweren Herzens. So, warum habe ich diesen Videoclip heute gemacht? Ganz einfach, ich habe schon mal 13 Türchen implantiert bei unserer Gruppe, bei Facebook. Und morgen geht es fröhlich weiter mit 14 Fuß und so weiter. Und ich begrüße euch total und recht herzlich. Ich mache also keine Eigenclips. Nicht, weil ich die Zeit nicht dafür habe, sondern es lohnt sich nicht. Wer will unbedingt mich sehen? Keiner. Also, ich mache also diese Videoclips. Die habe ich gefunden bei YouTube habe ich die gefunden. Und ich habe mir gedacht, die kann man nehmen. Das sind so Mini, so 12 Sekunden, 15 Sekunden. Die reichen. Dann kann man später auch eine wunderbare Geschichte draus machen. Ich habe mir auch vielleicht überlegt, für 2020 eine adventliche DVD zu erstellen, die halt nur Clubmitglieder da so bekommen, eingefleischte und nur die, die das auch gerne haben möchten. Ne? So richtig tolle Sequenzen, die schön zusammengeschnitten, vielleicht schneide ich mir selber eine super DVD zusammen, was weiß ich, von einer Stunde mit Special Effects Szenen und dann schaue ich mir das an, weil richtig gut geschnitten ist das auch eine wunderbare Geschichte, die man sich dann selbst anschauen darf. Wie gesagt, wir sind eine geldfreie Zone, wir wollen für nichts Geld, sondern wir sagen nur, kauft dieses bei Erdogan Atalay. Ja, kann ich euch nur empfehlen, wirklich, das Teil ist einfach nur super. Ist wärmend, ist verdammt gut verarbeitet. Ich habe noch darunter das Shirt, das wisst ihr ja, kann ich das hochziehen? Ja, da ist es. Ah, tada! Ja, so, das ist das Longarm-Shirt. Und tada, da ist das Graue. Ich brauche Grau aus Sicherheitsgründen und Schwarz und Weiß, weil im Green Room wäre das jetzt, buff, ne, ist klar. So, und jetzt extra ein Blue Room zu konzipieren. Nee, wird nicht gemacht. Ich kann vieles machen, ja, aber ich muss es nicht übertreiben. So, wie gesagt, ich muss hier wieder arbeiten. Und es macht auch tierisch viel Spaß. Ich habe jetzt ein bisschen Luft zum ersten Mal, deswegen haue ich auch direkt so einen rein. Ihr wisst, beim letzten Video immer Klick aus, Klick aus, Klick aus. Und jetzt im Moment habe ich ein bisschen Glück, weil bis 13 Uhr war die Hütte voll. Und jetzt gönne ich mir die Pause. Ich weiß, ich hätte es nicht machen sollen. Mein Kaffee wird kalt. Ich begrüße meinen Kumpel von Flash TV. Der macht ja immer diese Flash-Serie da jeden Tag. Der kriegt auch genügend Informationen, ich nicht. Also ich bin kein Angestellter des Hauses Q1 oder Webdia, bin auch kein Influencer.
Ich kriege von niemandem Geld, wirklich nichts, null, Nente. Das muss unbedingt mal gesagt sein. Ich mache alles, ich bezahle alles, den Helm habe ich aus Amerika schon bezahlt. Wenn ihr demnächst die Kluft seht, die ich dann tragen werde, vom, das ist aber eine andere Facke, das ist dann Star Wars, Mandalorian, ich habe mir alles bestellt, ja, lasst euch überraschen, kommt leider zwischen 10 und 19. Januar, wenn überhaupt, mittlerweile kommt ihr hier gar nichts an, dann werde ich aber mal einfliegen bei Amazon, weil Amazon schuldet mir reichlich Geld, weil die Ware bis heute hier nicht ankommt, keine Ahnung, was da passiert ist, soll mir auch egal sein. Aber ich zahle ja immer im Voraus, kann ich ja nachweisen. Wie gesagt, dann fliege ich da ein bei Amazon und erzähle der einen, ich hätte gerne mein Geld zurück, weil ständig fliegt die Ware woanders rum. Und das macht langsam keinen Spaß. So, wenn ich Glück habe, gehe ich direkt mal gucken hier, ob ich heute noch Ware bekomme. Viele Ware, die ich bekomme, ist auch ruckzuck wieder weg. Ist klar, weil ich habe hin und wieder mal hier Figuren, die einige sammeln und sind froh, wenn sie die erhalten, weil meistens bekommt man die ja nur in Amerika. Ja, ich habe das große Glück, dass ich die auch aus Amerika bekomme, manchmal schnell. Manchmal, habe ich ja gerade gesagt, muss ich einen Monat, also heute genau einen Monat warten im Januar. Also kann ich mit der Idee, die ich da habe, als Star Wars Sendung erst dann beginnen, weil ich unbedingt halt mit dieser Kluft arbeiten möchte. Ich möchte mit den Mandalorian Helm und mit dem Mandalorian Anzug arbeiten, den er da trägt. Ne, mit diesem Schussrüstung, also Gedöne da. Ich guck mal, ob ich rein darf. Angeblich sollte ja heute auch eine Figur kommen von Raven. Und zwar die Darstellerin, die da kurz aufgetreten ist. Ich weiß auch nicht, ob wiederkommen. Mir wurde gestern gesagt, dass es nur 8 Folgen gibt. Heute kommt die 5. Heute kommt die 5. Folge, die wir uns anschauen werden. Ja, ist offen, ein bisschen merkwürdig. Ja. Ihr habt sie wohl nicht mehr. Also langsam aber sicher werden die, also Business Prime Paket, sagt Amazon mir gerade, wollen die die werden also auch unverschämt, die wollen 200 Euro oder 500 Euro. Nee, meine Freunde, es bleibt wie es ist und damit hält es sich. Irgendwie mit Spenden, Gilded by, nee, meine Freunde, so ist es nicht. Also Amazon übertreibt hier gerade. Ja. Also hier läuft irgendwie wieder falscher Film ab. Also ich zahle keine 500 Euro für Amazon, deswegen wird Amazon auch so reich. Also Amazon bekommt 159 Euro pro Sekunde, da träume ich von. Ja? Ich bekomme in einer Stunde, wenn ich Glück habe, 20 Cent oder einen Schlag in den Nacken. Ja? Ist so. Also wie gesagt, meine Ausrüstung vom Ribbon kommt am 10.01. oder am 22.01. Dann könnt ihr mich da in dieser Rüstung mit dem Helm vor laufender Kamera in meiner neuen Sendung Disney Plus für alle, könnt ihr dann das sehen. Ob es gefällt, weiß ich nicht. Entscheidet ja ihr. So, heute soll angeblich zugestellt werden, wieder die Figur, die verkauft wurde, und zwar die Gegenspielerin von Mandalorian, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Cara Dune. Cara Dune. C-A-R. Cara Dune. Dune. Keine Ahnung, müsst ihr gucken. Ich weiß nicht, hin und wieder wird alles anders ausgesprochen, ich weiß es nicht. Und dann könnte ich auch wieder den Superhelm haben. Den haben sie auch mal eben gerade mal wieder um 20 Euro teurer gemacht. Ja, die Jacke, die ich gerne hätte getragen, weil ich mache heute das Video, denn heute ist Freitag und heute in einer Woche läuft halt Teil 9 von Star Wars. So, ich gehe natürlich nicht mit dem rein, an sich wäre ich gerne mit dem reingegangen, aber was nicht geht, geht nicht. Das andere gibt es auch nicht, den Helm, den habe ich gerade verkauft, das geht auch nicht. Es gibt gerade einen neuen Helm. Mal gucken, vielleicht bestelle ich mir den auch. Der ist sogar blanchiert, der sieht ein bisschen anders aus. Aber solange Amazon Prime das nicht anbietet, lasse ich das sein. Ja,
Die gesamte Kluft könnte ich auch, aber ihr seht mich ja sowieso nicht komplett, also die halbe Kluft, die reicht mir, die habe ich ja bestellt, die kommt auch. Ich könnte mir auch den neuen Trooper-Helm holen, und zwar den neuen Trooper in Rot. Den kriege ich gerade so eben hier angeboten, gar nicht mal so schlecht, 100 Euro, das geht. Habe ich nichts, ne, 100 Euro, warum, den es in zwei Varianten gibt, weiß ich nicht, geht. Also der neue, und dann, das habe ich euch gesagt, er ist da, ich wusste es, dass er da ist. Und zwar der neue Kylo Ren Helm. Ne? Der neue Kylo Ren Helm ist da. Ich wusste, dass der kommt. Und zwar war er ja zerstört, er hatte ihn ja zerstört, und den gibt es jetzt zusammengekleistert. Vielleicht bestelle ich mir, und dann muss ich mal gucken hier. Ob's mir passt. Achso, kriegt man auch die Kluft, oh, die will ich nicht. Muss ich gucken, also jedenfalls gibt es den Helm, ich wusste es. Den zerstörten Helm mit diesen roten Dingern da gibt es mittlerweile auch zu kaufen. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe, die erschlägt mich nicht da. Da hat sie nämlich Mist gebaut. Da hat sie zu schnell aufgenommen. Das war aber nicht ich schuld. Naja, ich mache wie gesagt diese 1-2-3 Sendung, weil da die Kinder von ihr damals dabei waren im ersten, und das soll halt eine Erinnerung sein. Ja, hin und wieder kann ich leider nichts dafür, wenn die Leute fehlerhaft aufnehmen. Ich will hoffen, ja, ich kann es nicht ändern. Ich weiß jetzt, ne, sie hat da irgendwie einen auch schnell gemacht und hat nicht hingehauen. Schade. Okay, das Band hat da auch eine Macke. Ja, genau. So, er singt sogar, er spricht. Super, wie die Kinder so waren. So, ihr seht, ich muss da die Schanze-Show, ne? So hieß das, die Schanze-Show. Und sie hat das so irgendwann mal aufgezeichnet, und irgendwann hat sie dann einen Fehler gemacht. Den Fehler kann ich jetzt aber leider nicht beheben. Klappt nicht, schade. Müsste ich das auf eine Timeline packen und versuchen, die Frequenzen zu ändern. Aber ich überspiele nur. Okay, dann hoffe ich, dass die zweite Kassette besser ist. Also bis gerade war alles in Ordnung, fällt mir gerade auf. Seht ihr, ich bin am Arbeiten, und zum ersten Mal kann ich auch sprechen, weil kein Kunde reingekommen ist. Aber trotzdem mache ich selber Cut. Ich mache selber Cut, sonst bin ich morgen früh noch am Quatschen. Das interessiert euch doch alle gar nicht. Ja, also ich begrüße noch einmal Erdogan, Atelay, danke, danke, danke. Nils Körbin, danke, danke, danke. Dann Pia Stutzenstein. Pia Stutzenstein. Ja, und die anderen, wie gesagt, die noch da sind. Und ja, ich bin gespannt, was aus Cobra 11 wird. 2020. Also bis dahin, viel Spaß. Ciao.